Glück auf, liebe Zuschauer. Mit diesem Gruß der Bergleute heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer Reise in das sächsische Erzgebirge. Früher einmal war hier alles Urwald, bis man im 12. Jahrhundert Silber entdeckte. Und schon fielen die ersten Bäume. Denn ohne Holz kein Stollenbau und Platz zum Siedeln brauchten die Menschen auch. Und die Natur gab Schätze frei, die über Jahrtausende verborgen waren. In der Erde das begehrte Edelmetall und auf der Erde die steinernen Säulen der Greifenberge. Eine bizarre Laune der Schöpfung. Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, Sie stehen vor einem Berg und haben nur einen Schlägel und ein Stemmeisen in Händen. Damit sollen Sie einen Stollen in den Fels treiben, die Gänge sichern, für ausreichende Belüftung sorgen, den Abraum beseitigen und möglichst viel Erz ans Tageslicht bringen. Unsere Vorfahren haben das geschafft, mit viel Mühe und Erfindergeist. Dieser sogenannte Pferdegöpel ist eine Fördereinrichtung mit 2 PS-Motor. Ein Rössergespann läuft im Kreis und durch eine sinnreiche Übersetzung wird der volle Erzbehälter nach oben geholt und auf der anderen Seite gleitet ein leerer nach unten. Dann wird umgespannt und in Gegenrichtung passiert das Gleiche. Der Bergbau ist im Erzgebirge nahezu Vergangenheit. Die alten Bräuche aber sind immer noch lebendig. Hier wird immer die Mettenschicht gefeiert. Das war früher die letzte Schicht im Jahr, kurz vor Weihnachten. Statt harter Arbeit im Stollen, Gaumenfreuden und Musik im festlich dekorierten Gemeinschaftsraum. Und wenn der weihnachtliche Schmuck vollständig sein soll, darf ein Schwibbogen nicht fehlen. Vor langen Jahren kam ein kunstsinniger Kumpel auf den Gedanken, den Bergwerkseingang aus Eisen nachzubilden und mit Kerzen zu bestücken. Heute werden diese Schwibbögen auch aus Holz gefertigt. Und trotz unterschiedlichster Verzierungen haben sie eines gemeinsam. Sie sind Symbole von Licht und Wärme in der kalten Zeit des Jahres. Jesus.
Annaberg-Buchholz wirkte vor circa 5 Jahrhunderten ein Mann, den ich zu meiner Schulzeit nicht besonders leiden konnte. Er hat nämlich das erste deutsche Mathematikbuch geschrieben. Es war der oft zitierte Adam Riese, oder wie er wirklich hieß, Adam Ries. Seine Rechenschule ist heute ein vielbesuchtes Museum. Die zweite Attraktion des Städtchens ist die Sankt-Annen-Kirche. Nach außen wirkt sie eher abweisend und wehrhaft. Der Innenraum aber ist ein Juwel der Spätgotik. Benannt ist das Gotteshaus nach der Mutter Mariens, die als Patronin der Bergleute verehrt wird. Die Kirche wurde 1519 eingeweiht und damit ist sie nach Adam Riese genau 475 Jahre alt. Bergleute waren noch nie wohlhabende Menschen. Besonders schlimm stand es hierzulande vor 400 Jahren, als die Ergiebigkeit der Erzadern zurückging und obendrein spanische Schiffe billiges Silber nach Europa brachten. Da war das Spitzenklöppeln ein willkommener und notwendiger Nebenverdienst. Hausierer hatten das Geheimnis der hölzernen Klöppel von Brüssel bis ins Erzgebirge gebracht. Musik
in Stuben, die natürlich nicht immer so vornehm waren wie diese, schufen Frauen, Kinder und auch Männer filigrane Kunstwerke aus dem Durcheinander der Fäden. Gewonnenen Silber Münzen zu schlagen, bediente man sich früher der Holzhammermethode. Auch Eisen und Kupfer wurden nach demselben Verfahren geschmiedet. Wir haben hier einen Fachmann, den Hammerhansel, der Ihnen und mir gern etwas darüber erzählt. Glück auf, Herr Wiebe. Glück auf. Ja. Wir hatten hier drei Hämmer. Der kleine Hammer fällt mit einem Eigengewicht von 2 Tonnen, der mittlere 4 und der große Hammer mit 6 Tonnen auf dem Anwesen. Wenn ich diese Stange nach unten ziehe, öffnet sich draußen im Fluterkragen die Holzschotter. Das Wasser stürzt auf die Schaufeln des Wasserrades nieder und setzt somit die große Hammerwelle mit 16 Tonnen in Bewegung. Dadurch, dass die Hämmer die hohe Stellung haben, weil diese Knüppeln drunter stehen, geht die Welle vorbei, hat Leerlauf. Schlage ich die Knüppel weg, fällt der Hammer mit Eigengewicht auf den Ambus. Der volle Hammer ist 1436 erbaut. War aber erst Mühle, Getreidemühle und Münze. Ab 1660 ist dann diese Getreidemühle umgebaut worden als Eisenhammer. So wie es jetzt steht. Und der Hauptgrund war eben, um diese Hilfswerkzeuge für die Bergwerke herzustellen. Später teilte Landwirtschaft und Kunst wieder arbeiten. Es sind sehr viele Teile nach Dresden geliefert worden unter August der Stein. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Wir seien Luschen, Hammerschmiedzellen, Hammerschmiedzellen, Hammerschmiedzellen. Könne du bleiben, könne haben, die könne du was noch wollen. Allemol, allemol, unter, 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 da, unter, unter, da, unter, 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 da, da, unter, 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 da, unter, unter, da, unter, 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 da, da. Und wenn wir so reißen, hält der Hammer nicht Ruhe. Hammer nicht Ruh, Hammer nicht Ruh, er rumpelt und rumpelt und hucht immer zu, allemol, allemol, bumta, 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 ta, bumta, ta, ta, bumta, 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 ta, ta. Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr geben.
gehofft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, ein Kleid wie mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, ein Kleid wie mich was lehren. Freiberg war in früheren Zeiten eine wohlhabende Stadt, reich geworden durch das Silber. Also konnte man daran denken, für den Dom eine prächtige Orgel bauen zu lassen. Und wer kam gerade des Weges? Ausgerechnet ein Orgelbauer namens Silbermann. Nach 36 Monaten Bauzeit wurde sein Meisterstück im Jahre 1714 feierlich eingeweiht. Und seither behaupten nicht nur die stolzen Freiberger, ihre Silbermann-Orgel habe den schönsten Klang der Welt.
willkommen, willkommen, werter Schatz, willkommen, werter Schatz, willkommen, werter Schatz, willkommen, willkommen, werter Schatz, willkommen, willkommen, werter Schatz, werter Schatz, willkommen, willkommen. Die Spielzeugherstellung hat ihre Wurzel in der Armut. Genau wie das Klöppeln. Um ihre Familien durchzubringen, erfanden die Bergleute sogar eine Art Vorläufer des Fließbandes. Das sogenannte Reifendrehen. Dabei wird ein hölzerner Ring gedrechselt, mit dem der Laie erstmal gar nichts anfangen. Wird der Ring aber scheibchenweise aufgeschnitten, entsteht eine Figur nach der anderen. Tiere, Menschen oder Bäume. An dieser originalgetreuen Werkstatt im Freilichtmuseum zu Seifen kann man erkennen, wie alt das Reifendrehen ist. Museumsreif aber ist es keineswegs. Noch heute wird nach dieser Methode Spielzeug gefertigt und in die ganze Welt exportiert. Die Erzgebirgler haben aber nicht nur den Dreh raus, sie machen auch manch genialen Schnitzer. Mit scharfem Auge und scharfer Klinge lassen sie hölzerne Helden entstehen, die auch die härtesten Nüsse knacken. Weihnachtspyramiden, Spieldosen und feinste Miniaturen ergänzen das Sortiment. Bemalt mit leuchtenden Farben lassen diese kleinen Kunstwerke jeden Plastiksaurier aus Taiwan vor Neid erblassen.
Fenster, Lichter, Mond.
Und
Im Dunkeln ging der Bergmann zur Schicht. Im Dunkel des Stollens tat er seine Arbeit und in der Dunkelheit ging er wieder nach Hause. So wird verständlich, dass das Licht im Erzgebirge einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ein leuchtender Beweis für diese Tatsache ist das Lichtelfest hier in Schneeberg. Zum zweiten Advent strahlt die alte Bergstadt, als hätte sich der Sternenhimmel über sie ergossen. Diesen Brauch gibt es erst seit 30 Jahren. Er wird aber genauso sorgfältig gepflegt wie die alten Traditionen. Und so wird das Erzgebirge hoffentlich bleiben, was es immer war. Ein heimeliges Weihnachtsland im Herzen Europas. In diesem Sinn wünsche ich frohe Festtage und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.